Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Hausflipper. Erstmal machen wir Fenster. Wir sind jetzt dabei, das Badezimmer einzurichten und jeder weiß, Badezimmer sind immer der unglaubliche Krampf vom Herrn. Aber okay, wir machen es trotzdem, weil wir es können. Genau, das schwarz, schwarz, schwarz. Und so. Damit auch jeder reingucken kann. Ich dachte, ich mache die Wand hier mit Fliese voll, die Wand mit Fliese voll und das andere wird weiß gestrichen. Beziehungsweise in einer Farbe, die die Fliese wieder auflebt. Jetzt ist aber wieder die Frage, ich brauche eine schöne Fliese. Es ist immer das Gleiche. Wandfliesen. Wandfliesen ist immer das gleiche Dilemma. Ich nehme die hier. Die fand ich so. Ich wollte die mal angucken. Türkis ist eh immer eine ganz gute Farbe. Türkis ist immer eine schöne Farbe. Habe ich die auch? Mentos. Ne, Menots heißt das. Menots. Wie komme ich denn jetzt eigentlich auf Mentos? Es gibt die aber auch nur für Dings, ne? Aber nicht für den Boden, oder wie? Ach komm, mach keinen Shit mit mir. Ich hasse das, wenn das nie aufgeht. Ich hasse es, wenn das nie aufgeht. Ach. Ich hätte ganz gern Wandfliesen, die passen zu den Dingsenfliesen. Wand und Bodenfliesen sollen doch bitte mal zusammenpassen. Ich hasse das, wenn das nicht funktioniert, ne? Exang. Gule. Kennt jeder. Ah, nehmen wir die. Nehmen wir die großen. Ja, ne? Große, nehmen wir mittlere. Das ist erstmal die hier. Also, wenn man mich fragt, was magst du an Hausflipper am liebsten, muss ich ganz ehrlich gestehen, ich mag es am liebsten, die Aufgaben zu machen. Ich habe da so richtig Spaß dran. Einfach nur diese Aufgaben abzuarbeiten. Finde ich geil. Ne, man macht halt nicht viel, aber dann. Ich bin immer so gefühlt unkreativ. Graustufen. Du kommst dahin. Das ist so, darum finde ich es immer bewundernswert, wenn andere Sims spielen, zum Beispiel, die richten immer so voll die schönen Häuser ein. Und meins ist immer so schwarz-weiß. Ich liebe schwarz-weiß. Ich weiß nicht warum. Ich finde schwarz-weiß einfach immer so edel. Es ist eigentlich so dumm, aber es ist trotzdem so gut. So, wir nehmen jetzt von jeder Fliese eins. Skinner, wann machst du eigentlich mal mit Hausflipper weiter? Du hast das auch mal angefangen, aber nie weitergemacht, ne? Aber du hast auch gefühlt 10.000 Projekte mal angefangen, aber irgendwie nie wirklich zu Ende gebracht. Oder zu Ende gebracht und man hat es irgendwie nicht mitgekriegt. Theoretisch hast du recht. Theoretisch müsstest du wirklich für dich selber einfach Vollzeit-Streamer werden. Und dann kannst du alle Spiele nachholen, die du mal spielen wolltest. Und alle neuen Spiele.
Aber dann müsste irgendwie auch für dich Geld verdienen gehen. Guck mal, sieht doch viel hübscher so aus. Tatsächlich habe ich Bock auf eine richtig bestimmte Badewanne. Reicht hier ein Badewannensystem? Ich weiß es nicht. Installation. Ich glaube, ich hätte es lieber ganz gern so. Ich baue erstmal die einen Sachen dran, damit ich weiß. Badezimmer. Ich hätte ganz gern sowas. Ja, nimmst du oder nimmst du nicht? Nee, das gefällt mir jetzt nicht. Das ist nicht direkt am Rand dran, ne? Und ich hab's falsch gemacht. Das Ding muss dahin. Schon besser. Finde ich wesentlich angenehmer. Da macht mein innerer Monk halt mit. Ne? Bringt bloß nichts, das Ding hier. warte, es gibt Duschwände. Warte, es gibt Glaswände. Duschwände. Duschwand. So wird ein Schuh aus. Habe ich tatsächlich nie benutzt? Guck mal, sieht doch voll gut aus. So. Und dann kannst du da so. Oder meint er, das ist zu breit? Nee, da hat er noch genug Platz. Da hat er noch genug Platz. Möbel, Badezimmer. Das sind die Spülen, ne? Ja. Putzen. Das finde ich halt wiederum schön hier an dem Spiel. Du kannst das so, manche Sachen kannst halt so schön nebeneinander bauen. Jedenfalls bei den neueren Möbeln ist das so, das gefällt mir. Ja, und dann kann hier noch die Toilette hin. Dann kommt
Anschlüsse, Installation, kommt das hier das beim hängenden WC? Ich glaube, das ist ganz cool. Ein hängendes Klo mag doch jeder. So, sieht doch voll nice aus. Dekoration, Spiegel brauchen wir. Nee, das ist ein bisschen zu groß. Nehmen wir den. Das passt auch nicht, ne? Mann, ich hasse es, wenn es nicht richtig passt. Da bin ich immer so schwer, so Granti. Granti, Granti. Das könnte passen. Ja, wie der Arsch auf einmal. Sehr gut. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Dekoration und Zubehör für Badezimmer. Kosmetik, Badezimmer hier. Fürs Pärchen. Nee, das ist das Falsche. Was stimmt nicht mit mir, dass ich immer alles schwarz-weiß mache? So, der Rest ist unwichtig. Beziehungsweise, was heißt unwichtig, aber... Ich brauch noch einen Mülleimer. Toilettenpapier darf auch nicht vergessen werden. Ich hätte immer noch ganz gerne Mülleimer. Naja, ist nicht der schönste Eimer, aber ein Eimer. Wichtig bei jeder, für jede Frau im Badezimmer. Der Eimer. Möbel, Badezimmer könnte man hier auch noch. Die Frage ist, ob das denn nicht ein bisschen zu eng wird hier. Wenn ich hier ein Möbel hinstelle. Ich könnte hier einen Eckschrank reinstellen. Oder? Nee, das ist ein bisschen zu dolle. Ist auch nicht besser, ne? Die sind auch alle so. Sind halt kein Schrank. Da müssen die halt mit den Kram hier so vorlieb nehmen. Ich hab halt immer Angst, dass das denn sonst zu eng wird.
Versteht ihr, was ich meine? Hängend. Bin ja nicht mehr so für matte Schwarz. Naja, geht noch nicht schön, aber selten. Wir brauchen noch Lampen. Deckenlampen. Eigentlich bin ich ja im Badezimmer für Halogenlampen. Kannst halt nie was verkehrt machen. Ist auf jeden Fall hell. Dann kommt da noch so Plymus. Dekoration, Boden. Wo sind denn hier die Flausche-Plymus? Da. Ihr kriegt auch keine kalten Füße. Aber man kann euch beim Baden zugucken. Ah, jetzt habe ich im Wohnzimmer vergessen, ne? Hier. Und wisst ihr, was wir machen? Wir verkaufen die. Das verkaufen wir. Obwohl, nee, da passt das ganz gut. Ja, okay, das lasse ich. Fangen wir mal hier an. Das ist ja nur die Garage. Da werden wir nicht viel machen. Da kommt eine 0815-Tür rein. Beziehungsweise das gleiche. Wo überall, ne? Da ist ja schon der Betonboden drin. Hier wird es jetzt einfach nur weiß gestrichen. Die Farbe habe ich schon verkauft, ne? Ja. Aber das Badezimmer, finde ich, ist mir gut gelungen. Ich mag das sehr gerne. So, der Boden kann so bleiben. Wände, Farben, Graustufen. Nehmen wir Kristall. Kristall ist auch hübsch. Ich weiß nicht. Wenn du möchtest, kann ich dir auch VIP geben. Bei mir gibt es aber VIP für immer. Ich habe halt keine guten Zuschauerbelohnungen. Ich weiß, es ist... Ich finde es auch schwierig, gute Zuschauerbelohnungen zu finden. Weil klar kann ich auch sowas machen wie Wassermarsch, also dass ich was trinken soll und alles sowas. Aber ihr könnt das ja nicht nachprüfen, ob ich das jetzt getrunken habe. Sowas. Bestimmte Sachen lohnen sich halt nur, wenn man auch Cam anhat. Und das habe ich nicht. Könnt ihr auch ausstellen, einfach. Ich glaube, das werde ich dann auch zum nächsten Stream machen, dass ich die einfach ausstelle. Und dann erstmal die Belohnungen rausnehmen. Wunschspiel gibt es ja auch zum Beispiel gar nicht mehr. Möbel, Wohnzimmer, Regale. Ich habe doch hier die Regale gesehen. Die Regale, die ich doch haben möchte. Hier die. Die finde ich ganz nice, dass sie sowas haben. So. Schwarzes Holz. Lieber schwarzes und dann weißes Holz.
So, dann haben sie hier ein bisschen Lagerfläche und ja, das war's. Lichter. Überlege Pokémon reinzunehmen, das alte raus. Ach, sowas geht? Wusste ich gar nicht. Ja, das kannst du halt auch machen, ne? Ich finde es halt schwierig. Eigentlich finde ich es ja ganz cool, dass man bei dir denn so dafür Sounds kaufen kann. Aber sind wir mal ehrlich, wenn du eine YouTube-Aufnahme machst und dann kommt da so ein Sound, der so alles andere als positiv ist, dann schwierig. Verstehst du, was ich meine? Schwierig, schwierig. Kriegst du noch ein Fahrrad hier reingesetzt. So, ich würde jetzt mich erstmal in die Sauna setzen. Eigentlich dürfte doch in einer Sauna gar kein... kein Fenster rein, ne? Aber wir machen es trotzdem. Ich meine, ich finde die Sounds, manche Sounds sind ja ganz witzig, aber je nachdem, wenn du da so ein paar Leute, so spezielle Leute hast, kann es echt fies werden. Dann muss man sich das halt echt überlegen, wie man es macht. Aber gut, ich finde es, wie gesagt, ich finde es schwierig, gute Belohnungen für Dings zu finden, halt. Graue Steinpaneele. Nehmen wir die. Bitte lass jetzt auch den passenden Boden haben. Natürlich habe ich nicht den Boden. Ich hasse es so sehr. Doch hier. Ha! Och, Schwänger. Oh, den als draußen, als Außenwand würde ich aber auch feiern. Hm. Ich meine, so das mit Zuschauerpunkten ist ja ein schönes Gimmick oder so, aber am Ende bringen die eigentlich nicht so wirklich was, ne? Es ist halt eine Spielerei für die Zuschauer. Aber ja, manchmal werden sie halt auch einfach nicht genutzt. Wenn sie nicht genutzt werden, bringt es halt eins auch eigentlich auch gar nicht viel. Wohnspiel war halt schon ganz cool an sich, die Idee. Ne, dass man sich so ein Spiel wünschen kann, aber das kann halt auch, wie man bei mir gesehen hat, schnell in die Hose gehen. Und das bringt dann halt auch wieder Unzufriedenheit mit sich. Ich denke, ich nehme die einfach raus.
Ich werde halt so ein Oldtime-Streamer und Oldtime-Let's Player. Ich glaube, damit bin ich ganz zufrieden. Ich werde einfach so... Hier sind die Ecken, ne? Ich finde die alle so unglaublich hässlich. Ich finde die Farben so hässlich. Was ist das? Buche? Na gut, dann nehmen wir Buche. In meinem Glück passt das wiederum nicht, ne? War ja klar. So, woran merken wir, dass ich nun also kein Saunagänger bin? Ich weiß nicht, wie man eine Sauna baut. Ich habe null Ahnung, wie man eine Sauna baut. Gehen die auch nicht immer weiter hoch? Also haben die da nicht auch mal so... Ja, nee, das lohnt sich nicht. Also so komische, dass die so über Größe so hoch verteilt gehen. Ein Saunaofen. Ich nehme den hier. Können die von mir aus sonst wo schwitzen, ey. Der muss ja auch daneben. So. Hey, Spendem! Wie geht's dir? Ich wünsche dir auch einen wunderschönen guten Abend. Warte, wir machen da mal so ein Regal hin. Wohnzimmer. Regal. Regal. Nee. Auch was in Holzoptik. Etwas, was vielleicht nicht unbedingt so... Ja, das ist es. Ich sehe gerade nichts so. Guck mal, ist doch viel cooler so. Zubehör, Sauna. Wieso habe ich jetzt hier einen ganz anderen Korb? Nehme ich doch das Körbchen. Macht doch ja keinen Unterschied hier. Ach, mir geht's ganz gut. Wie laufen denn deine Let's Plays? Bist du so zufrieden, so wie es läuft? Wieso eigentlich eine Sanduhr? Aber ist egal. Sanduhr, ich brauche ein Thermometer. So. Jetzt passt das farblich wieder nicht, ne? Jetzt regt mich das schon wieder auf. Wieso kann das nicht passen? Warte, ich stelle mich da extra drauf. So. So, ich möchte nur sagen, ich bin kein Saunagänger. Ich werde niemals im Leben... ein Saunagänger sein. Das lehne ich ab. Ich
kann das auch gar nicht wegen, nicht nur wegen der Temperatur, einfach nicht, weil ich habe denn so Atemnot sonst. Eigentlich voll dumm, ne? Hm, finde ich auch. So, mach mal an. Wunderbar, dass das eine höher ist als das andere. Ist egal. Also wirklich viel Licht machen jetzt nicht, ne? Aber okay. So, das hätten wir, das hätten wir. Das muss gefliest werden. Das muss alles gefliest. Oh, das muss alles gefliest werden. Der Kanal ist gerade in einer Schaffenspause. Aha. Also hast du sehr viel. Ja gut, es muss aber halt, ne, sind wir mal ehrlich, du machst ja YouTube und stream ja auch nur per Hobby. Und da sollte man sich schon nicht stressen lassen. Neve. Wenn ich die nehme. Pass auf, wir machen folgendes. Ich werde es bereuen. Ich werde es so bitter, bitter, böse bereuen. Mein Ding ist es, ich will hier komplett das hier, die Ecke und die Wand hier mit Fliesen. Ich werde so bitter, bitter böse bereuen. Ich weiß es jetzt schon. Ja, so läuft es, so ist doch richtig, oder? Das hat jetzt gleich so ein Schwimmbad-Ambiente hier. So. Da fällt mir gerade was ein. Ich würde ganz gerne die Tür hier verkaufen. Machen eine neue Tür. Ich liebäugel schon die ganze Zeit hier mit dieser, ne? So. Mach auf den Dreck. Ja, das sieht so gut aus. Du musst das hier nochmal ein bisschen. Jetzt die Fenster. Wir haben, darauf habe ich aber geachtet, überall die gleichen Fenster drin. Das war mir wichtig. Ne, wenn man sonst nichts kann, aber Fenster müssen. So. Aber Spendem, was treibst du denn sonst so Schönes? Ich finde das bei Spendem zum Beispiel genial. Er nummeriert seine Let's Plays. Und er hat dann eine Datei, wo dann drin steht, Nummer 160 ist das und das Spiel. Und dann hat er so die Playlist genauso in diesen Nummern. So dass man sehr leicht und sehr einfach denn die Let's Plays finden kann. Falls er ein bestimmtes sucht. Das kann jetzt eine Weile dauern.
Tür wieder. Oh Mann! So. So, jetzt kommt das, was ich mal sehr hasse. Das. Aha. Worum geht's denn in der Serie? Ja, ich muss mir denn noch ein gut, was Schönes für den 1000 Abo Special überlegen. Also Leute, wenn ihr wisst, beziehungsweise wenn ihr Vorschläge habt, was man für einen 1000 Abonnenten Special machen könnt, dann schreibt es in der Community-Spalte. Dafür gibt es schon ein Tweet, heißt das Tweet? Also ein Beitrag dazu. Und da könnt ihr unter die Kommentare auch ganz gerne nochmal reinschreiben. Oder halt mir auf Discord schreiben, da gibt es auch einen Kanal dazu. Zu den 1000 Abonnenten Special. Bis jetzt wurde halt so vorgeschlagen, so ein Drama Live Video. Von einer Kollegin meinte sie so, ja, dann mach doch so ein wieder Frage-Antwort-Video. Oder der Spendem hatte zum Beispiel mal vorgeschlagen, dass ich meine Spielesammlung zeige. Jetzt nicht nur die ich jetzt auf Steam habe, weil das lohnt sich nicht zu zeigen. Sondern eher die physische Sache. Und ja, ich bin sehr unentschlossen, was man machen soll. Ich hätte schon Bock so auf so ein Draw My Life Video, aber ich wüsste auch nicht, was ich erzählen sollte, weil mein Leben ist... Da muss man halt sehr genau drauf achten, was man jetzt privat hält und was halt nicht, ne? Und ich hätte schon privat eigentlich ganz gern privat. Ist halt ein bisschen schwierig. Geht bei der, also bei der Serie Willkommen bei den Louds geht es um einen 11-jährigen Jungen namens Lincoln. Er lebt mit seinen 10 Schwestern. Ach du Schande. Und er zeigt in verschiedenen Folgen, wie das Leben so mit so vielen Schwestern mit sich bringt. Ich würde mich hier aufhängen. Ich würde hier aufgeben. Mit 10 Schwestern. Lass mich raten, ist er der Jüngste? Oder ist er irgendwo in der Mitte? Weil ich kann verstehen, wenn er sagt, okay, er ist jetzt der Jüngste. Da haben die Eltern so lange probiert, bis es ein Junge wurde und hatten irgendwie mal Glück. Aber, oh, 11, 10 und 10 Schwestern, das wäre ja nichts für mich. Er ist so das mittlere Kind, ach du Gott. Da hätten sie ja nach ihm aufhören können. Aber okay, wenn es jetzt zum Beispiel so eine Familie ist, wo dann Zwillinge oder sowas ganz häufig vorkommt, gibt's auch, ne? Da kann man da auch nichts machen. Weißt du, so einmal Knickknack gemacht, kommen auf einmal Drillinge. Ja gut, dann hast du schon 3. Dann sind es 3 Weiber. Gut, willst einen Jungen haben. Nochmal Knickknack gemacht. Nochmal, was weiß ich, Zwillinge, trotzdem Weiber. Aber 10 Mädels, ne? Ey, da hast du als Kerl ja gar nichts zu lachen. Aber sowas von nicht. Welchen Pool nehmen wir? Ich wollte den hier mit dem Blümchen nehmen, ne? Was haltet ihr hier von diesem Blümchenpool? Das hat so Schwimmbadatmosphäre. Das ist mir zu bunt schon fast. Ich glaube, ich nehme den mit Blümchen. Schwierig. Hellblau und dann so Pastell.
Denn das nimmt den sehr gut auf. Die Ränder kommen dann auch so in dem Blau. Was? Ich sink ab! Uiuiui. Der ist ein bisschen zu groß, ne? Schade. Nehmen wir die 2x4. Finde ich jetzt nicht so geil, aber okay. Können ja den gleich nochmal nehmen und dann suchen. Das ist auch was. Guck mal. Sieht doch ganz nice aus. Ja, gut, Fanfiction ist aber halt immer so, ne? Musste aufpassen. Die sind schon nicht ganz koscher, so Fanfiction. Gedöns. Ich glaube, ich nehme den. Ich finde den ganz schön. Passt aber nicht zur Dings nach. Haha, ich brauche ein anderes Blau. Jetzt ganz gern ein schönes Blau. Ich hasse das. Jetzt habe ich einen. Ja, wir machen die Pools jetzt nochmal. Oh, das tut weh. Das tut weh beim Gucken. Aber das geht auch. Dann aber ohne Verzierung. Die Pflanze passt halt nicht. Ich möchte ganz gerne, dass die Farbe, die im Pool ist, dass ich die dann nochmal aufgreife, in den Farben aufgreife. Versteht ihr, was ich meine? So. Hier ist jetzt Türkis, den kann ich jetzt die restlichen Wände Türkis streichen. Und zwar den Wasserabgrund. Passt nämlich farblich. Ab und zu muss man auch mal so denken, ne? Und ich muss halt schon eine helle Farbe oder sowas, weil sonst ist das mit den Fliesen zu dunkel. Jetzt sind das wieder 4 Parts, ne? Weil sobald wir das jetzt hier durch haben, ist der Part auch schon wieder vorbei. Was ist nur los? Das sind noch die kleineren Häuser. Das sind noch nicht mal die großen Häuser. Die großen Häuser haben wir viel schneller geschafft. Gut, ich muss aber auch sagen, die großen Häuser waren ja auch zum größten Teil schon eingerichtet. Da war ich einfach nur so faul und habe halt geputzt. Ne? Aber dann fehlt nur noch ein Haus. Das ist das fahrende Haus. Und dann muss man mal gucken, wie lange man dafür braucht. Und dann kommt schon Rimworld. Die Frage ist, auf YouTube oder nicht auf YouTube? Da könnt ihr entscheiden, also mitentscheiden, ob es auf YouTube kommt. Also die auf YouTube meinen, ja, bring es auf YouTube. Da hätten wir Bock drauf. Auf Twitter wird bis jetzt gesagt, nee, lass einfach nur streamen. Und auf Discord steht so 1:1. Da ist man sich noch unentschlossen. Es ist ja auch zum Beispiel so, dass wenn dass ihr jederzeit natürlich auch sagen könnt, hey, wir hätten Bock, also ihr könnt dann auch natürlich mit in die Kolonie kommen. Wenn ihr das möchtet. Gibt's Terrassensuche.
Guck erstmal, ob es Felicitas auch. Felicita. Nee, dafür gibt es natürlich keine. Kein Dings. Kein Tisch. Soll. Scheiße. Mensch, ist Kinder, warum gibt's denn dafür nie Tische? Ey, Manno. Ich hätte ganz gern zu meinem Tischen doch bitte auch, also zu meinen Stühlen auch einen passenden Tisch, Mensch. Ach, fein, dann gibt's denn halt hier so einen blöden Tisch. Bin ich aber sehr unglücklich drüber. Wollte ich nur erwähnt haben. Ich finde eigentlich die eigentlich schon ziemlich cool, aber Liegestühle. Wir nehmen einfach jetzt eine Liegestühle. Wummi. Wummi hat doch. Habe ich gesehen. Wummi hat schwarzes Holz. Auch. Kissen ist weiß. Ne, ihr könnt euch für die Kolonie opfern. Also, ihr könnt mitspielen. Ob ihr lange überlebt, ist so eine andere Sache, aber theoretisch. Ich gebe mein Bestes. Okay, danke schön, Skinner, dass du da warst. Ich wünsche dir auch noch einen wunderschönen Abend und eine gute Nacht. Und wir sehen uns dann in deinem Stream mal wieder. So. Auch noch in Pflanzen, Dekorationen. Pflanzen, große. Ich hätte ganz gern so palmähnliche Pflanzen. Ich finde ja den Elefantenfuß immer noch ganz nice. Guck mal, wir hauen hier einen hier hinten in die Ecke, wenn der da reinpasst. Natürlich nicht. Aber passt hier keiner rein? Nope. Haben wir noch irgendwas zum Thema Schwimmen? Nee, der andere Rest lohnt sich gar nicht. Muss ja auch nicht, ne? So. Dann haben wir wieder Lichter. Lichtschalter. Zum einen kommt hier ein Lichtschalter hin. Hier kommt ein Lichtschalter hin. Da kommt ein Lichtschalter hin. Und hier kommt ein Lichtschalter hin. Da. Was machen wir da für Deckenlampen? Was haben wir denn so für Wandlampen? Finde ich schwierig. Schwierig. Hoppala, falsche Richtung. Machen wir hier so eins hin, da drüber eins, da drüber eins und da drüber eins. Machen wir Licht an? Ja, passt schon. Passt.
Wird schon schön. Sieht aber auch eigentlich ganz nice aus, so, ne? Hast auch schön viel Platz zum Laufen. Hier ist die Garage. Da hast du deine Sauna. Kannst gleich so reinspringen. Geronimo. Blub. Ja, so. Guck mal, Blubberbläschen. 2 Stück. Gut, aber ich würde jetzt den Part hier beenden. Im nächsten Part machen wir hier den Hobbyraum als letztes. Und dann wollte ich hier draußen noch tatsächlich einen Pool hinstellen. Plus ein paar Blümchen. Und das war es dann auch. Hier so hatte ich gedacht, so nochmal so einen dicken, fetten Pool hier hin. Und an der Wand hier so Blümchen. Und da so ein bisschen Blümchen. Und eine kleine Terrasse noch ein bisschen basteln. Ne? Und ja, gut. Bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.